Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin, und Sie werden es erleben, in diesen Tagen wird schon sehr viel gesendet auf allen Kanälen, auch bei uns auf TV Berlin, über 25 Jahre Mauerfall am 9. November diesen Jahres. Und seit einigen Wochen läuft bereits eine ganz wunderbare Aufstellung und in meinen Augen die beste, die ich kenne, über die Berliner Mauer, nämlich in den Potsdamer Platz Arkaden. Das ist eine so tolle Ausstellung, da sollten Sie unbedingt hingehen. Und ich habe mir heute eingeladen, den Mann, der dieses sich ausgedacht hat, der das verwaltet, organisiert, und dazu gehört auch der Wachturm, der bisher immer ein bisschen abseits stand und inzwischen renoviert wurde. Auch das ist das Werk von Jörg Moser-Metzius. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wie sind Sie darauf gekommen, eine so grandiose Aufstellung über die Berliner Mauer zu machen? Die meisten sagen doch, lass mich doch damit zufrieden. Also eine Ausstellung zu dem Thema plane ich schon seit ewigen Zeiten, und zwar in Verbindung mit dem Wachturm in der Annaberger Straße. Den habe ich vor ungefähr 3 Jahren vom Bezirksamt mit übernommen bei einem sehr... Das ist Ihr Eigentum? Nein, das ist nicht mein Eigentum. Eigentümer ist das Land Berlin. Aber ich habe den über Jahre, Jahrzehnte beobachtet und habe auch gesehen, wie der mehr und mehr verfiel. Tür aufgebrochen, Fenster eingeschmissen, voller Graffiti. Und keiner wusste, dass er überhaupt da ist? Wenige wussten das, ja. Ich habe immer wieder Freunde dorthin geführt, die nach Berlin kamen und die was Besonderes sehen wollten. So auch mal ein Freund, spät abends, ja, und der war auch sehr verwundert. Und als ich den Monate später mal besuchte, hatte er diese Schnapsidee, sich zu überlegen, ob er da oben vielleicht ein Malatelier für sich einrichten könnte. Das war natürlich ein Malatelier auf drei Quadratmeter. Richtig, ohne Wasser, denkmalgeschützt, kein Strom. Ja. Ja. Aber das war für mich wirklich auch der Anfang zu überlegen, was kann man mit diesem Turm machen. Allerdings hatte ich von vornherein dort auch eine Ausstellung geplant. Das ist aber schwierig zu finanzieren. Ich habe aber ein sehr gutes Verhältnis, ich sage es mal in Anführungszeichen, mit meinen Nachbarn dort am Potsdamer und Leipziger Platz. Alle schätzen diese Arbeit und alle wissen auch, dass neben dem alten Weinhaus Hut dieser Wachturm eigentlich das letzte wirklich authentische Stück Geschichte ist. Diese ganze Ausstellung hat Herr Jörg Moser-Metzius in diesem Flyer zusammengefasst. Darauf sprechen wir gleich noch. Fangen wir mal mit dem Wachturm nochmal an. Den haben ich könnte auch Ihre Frage beantworten. Wie kam ich zu der Ausstellung? Genau, ja, ja. Da wäre ich nämlich jetzt nochmal drauf gekommen. Und das war ein absoluter Glücksfall, das muss man wirklich sagen. Also das ist mir und ich denke auch anderen Kulturmachern ganz, ganz selten passiert. Auf der Suche nach einer Finanzierung, Kofinanzierung für meine Ausstellung, habe ich auch den Center Manager der Potsdamer Platzarkaden kennengelernt, Herrn Heinecke, ein großartiger Mann, wie ich herausgefunden habe. Und er sagte, naja, Sponsoring können wir nicht machen für Sie, aber, und im Gespräch hat sich das dann so ergeben, 25 Jahre Fall der Berliner Mauer ist eventuell auch ein Thema für uns. Und so hat sich im Gespräch dann die Überlegung herauskristallisiert, okay, wir könnten da was machen. Und ich sagte, gut, Herr Heinecke, ich baue eine Ausstellung da unten rein, wir stellen Wein, in Anführungszeichen Wachturm, etwas in den Mittelpunkt, damit er mehr Aufmerksamkeit erfährt, und so kam es dann auch. Ich habe ein Konzept geschrieben, von dem ich dann, als es fertig war, dachte, das akzeptiert er nie. Panzersperren, Stacheldraht, sie verlassen den amerikanischen Sektor und eben eine Atmosphäre der Bedrohung und Überwachung dort zu schaffen. Das ist ja genau das andere, was Sie unterscheidet von allen anderen Ausstellungen, das sind Bilder, Fotografen, da steht man hin und hier kommt man rein und läuft direkt auf Stacheldraht zu, auf einen echten. Ja, ja, es ist eine Mischung aus Rauminszenierung, ja, und aus einer großen Bilderstrecke. Also das ist bewusst eine Ausstellung, die mit Bildern arbeitet. Und ich glaube, es sind selten so viele Bilder so passend zum Thema und so kompakt zusammengetragen worden wie da. Die Texte sind kurz und prägnant. Und das führt dazu, dass die Besucher, egal von welcher Sprache, aus welchem Land sie kommen, sie bleiben stehen, sie begreifen, sie lesen und schauen. Ich beobachte immer wieder Berliner, die dann auch wiederkommen mit ihren Kindern beispielsweise oder Familien, die sagen, guck mal, da habe ich gewohnt. Interessant, auch ein Wachmann, mit dem ich neulich gesprochen habe, der zeigt ja dann auch ein Fenster in der Bernauer Straße, da bin ich aufgewachsen. Meine Eltern waren, wie er sich ausdrückte, staatstreu.
Ja, aber so, also es bewegt sehr viel, es mobilisiert sehr viel, aber nochmal zurück zu dem Herrn Heinicke. Und er fand das Konzept genial und der große Glücksfall war, dass ich diese Ausstellung im Konzept 1:1 umsetzen konnte. Da gab es keine Fragen, da hat sich keiner reingemischt und eigentlich 14 Tage vor Ausstellungsbeginn war ich erst, weil in knapp 3-4 Monaten ist die Ausstellung entstanden, in der Lage, ihm mal was zu zeigen. Also den Mut und dieses Vertrauen, was er gehabt hat, fand ich ungeheuer. Ja, und warum reden wir jetzt darüber und zeigen das nicht am 9. November, denn am 9. November ist diese Ausstellung leider zu Ende. Naja, und deswegen wollen wir jetzt noch diese Wochen nutzen, damit man bis zum 9. November diese Ausstellung noch besucht. Denn am 9. November werden wir auf TV Berlin natürlich auch rund um die Uhr alles zum Thema Mauerfall senden. Aber diese Ausstellung schließt dann leider um 24 Uhr ja. am 9. Vielleicht, es gibt Überlegungen, vielleicht noch 1-2 Tage dran zu hängen. Aber, ja, aber nach Stand heute ist das so. Ja. Deswegen reden wir heute drüber, genau. Damit wir noch möglichst viele Berliner hinkriegen. Was mich so fasziniert hat in der Ausstellung ist, dass es sehr viele echte Unikate gibt. Da steht ein echter Trabi. Ja, und sie haben die Grenzsoldaten in Wachs oder als Puppen nachgebildet. Und das auch originalgetreu. Ja, also ich habe sehr viele Uniformen besorgt von den Alliierten, Franzosen, Engländer, Amerikaner, auch von den Grenztruppen in verschiedenen Rängen, ja, also Offiziersrang oder einfache Soldaten. Die sind alle bis aufs Detail original. Da kann keiner kommen, ehemaliger als Grenze, und sagt, das bin ich doch, die Uniform hatte ich, da fehlt aber was. Also ich hatte hochrangige Berater, ehemalige Majore der Grenztruppen, der Staatssicherheit, aus verschiedenen Kreisen sind dann auch Ordensspangen und anderes gekommen und ich habe die anfertigen lassen. Also mir war von vornherein klar, dass man da mit großer Lupe hinschauen wird. Ja, ich erlebe das auch im Wachturm, dass ehemalige Grenzsoldaten hinkommen, die dann auch gerne bleiben und sie legen alle sehr großen Wert darauf, auf eine historisch exakte Geschichtsvermittlung, so wie ich auch. Wir kommen nachher nochmal auf den Wachturm zurück. Jetzt komme ich in die Ausstellung, Potsdamer Platzarkaden, laufe direkt auf einen Stacheldrahtverhau zu. Wie ist diese Ausstellung gegliedert? Was sehe ich da im Einzelnen? Das haben Sie besser im Kopf als meine Erinnerung vom letzten Besuch. Ich hatte ja das Vergnügen, mit Ihnen da schon mal durchgehen zu dürfen. Und Sie können das viel besser schildern. Was ist dort im Einzelnen zu sehen? Also die Ausstellung hat den Titel 25 Jahre Fall der Berliner Mauer. Aber eigentlich ist es die komplette Geschichte der Berliner Mauer von den Anfängen, eigentlich auch so ein kurzer Rückgriff, warum ist Berlin überhaupt geteilt worden, das wissen heute viele Jugendliche nicht mehr, von Mauerbau 13. August 1961 bis Fall 9. November und eigentlich auch noch bis zum 3. Oktober 1990. Das heißt, es ist einmal der komplette Zeitstrahl durch und so habe ich mich auch orientiert. Also es beginnt mit einem Arbeitstitel Schilderwald. Ja, Sie haben diese klassischen Schilder, Sie verlassen West-Berlin oder hier Ende der amerikanische Sektor. Da haben wir einiges nachbauen müssen, aber es sind auch sehr, sehr, sehr viele Originalschilder dort verbaut und dann eben mit diesem Stacheldraht, damit Sie als Besucher sofort wissen, was Sie hier empfängt. Also hier ist schon etwas ganz Besonderes, ein Stacheldraht in einer Shopping-Mall und eine Mauer, die sie absperrt und auch nach quer, war schon sehr gewagt. Ja, was mir aufgefallen ist, als wir da durchgingen, die Besucher um uns herum, die gehen schnatternd in das Einkaufszentrum und je näher sie an den Stacheldraht kommen, umso leiser wird das. Genau. Also es ist bedrückend und beeindruckend. Und sie bleiben stehen und werden ruhiger und gehen dann also wirklich ruhig durch die Ausstellung. Und die ersten Bilder, Bau der Berliner Mauer, diese Absperrung am Potsdamer Platz am 13. und 15. August, die sind schon bedrohlich. Es sind große Bilder, es sind riesige Formate, die den Zuschauer auch hineinziehen. Es sind Perspektiven, die man selten gesehen hat. Es sind wirkliche Fundstücke darunter in dieser Ausstellung. Sehr seltene Bilder und natürlich auch die große Gelegenheit, in riesigen Formaten darzustellen. Und Sie haben auch ein Stück Mauer da. Ist das ein echtes Stück noch oder ist das nachgebaut? Es ist natürlich nachgebaut, aber es sind diese Zementblocksteine aus genau dieser Zeit. Ja. Mhm. Das ist noch gute DDR-Ware aus den 60er Jahren. Ja, und wir haben die nachgebaut, um einfach so eine Einstimmung zu geben. Übrigens ist die Mauer aber genauso hoch wie die erste Mauer am 15. August gebaut wurde. Die war am Anfang nicht höher als so. Das heißt, man konnte da tatsächlich noch drüber springen. Und da gibt es ja auch genug Bilder und auch Filme. Ja. Wir haben ein wunderbares Filmmaterial vom Landesarchiv, habe ich bekommen. Übrigens Weltkulturerbe der UNESCO, das darf man nicht vergessen. Und da sieht man eben so die ersten Phasen des Mauerbaus Bernauer Straße. Da haben Sie diese klassischen Bilder, wo zwei Freundinnen sich gegenüberstehen. Mhm. Eine aus Berlin, eine aus West-Berlin, die Mauer so hoch, noch kein Stacheldraht.
Was mich so beeindruckt hat, ist, dass Sie haben verschiedene Bilder mit zum selben Motiv dort hängen. Zum Beispiel das Bild, wie der Soldat Schumann, glaube ich, hieß er, über den Stacheldrahtzaun springt. Und alle denken, das ist nur ein Bild eines Fotografen. Ist aber nicht so. Nein, ist nicht so. Also ich habe da ordentlich recherchiert. Und das ist natürlich dieses Bild, meinen wir? Genau, das ist eine Ikone der Weltfotografie, gehört zu den 50 bekanntesten oder berühmtesten Bilder der Fotografie. Mhm. Konrad Schumann, der quasi in der Luft auf dem Stacheldraht steht. Und die Legende sagt, dass der Fotograf Peter Leibing geahnt hat, dass der Mann auf der Ecke möglicherweise springen will. Er hat dann sein Objektiv, 180er Teleobjektiv, auf den Stacheldraht scharf gestellt und gewartet. Und habe auch die Berliner Polizei informiert oder gebeten, einen Mannschaftswagen dorthin zu stellen, falls der springen will. Den also, man auf dem Foto aber nicht sieht. Den sieht man hier nicht, aber den gab es, das ist die Geschichte. Aber im Verlauf der Recherche bin ich auf drei weitere Perspektiven gestoßen. Hier im Anschnitt sah man links einen Kameramann stehen mit einer 16mm Arri, aus dessen Material ist... Wir zeigen es nochmal, das übersieht man genau, nämlich meistens ja. Immer. Der hat eine Kamera in der Hand. Der hat eine Kamera, in der Aufstellung ist das Bild auch im vollen Format drauf, da ist also noch mehr drauf. Also es gibt genau dieses Bild auch aus der Filmkamera. Und ich habe dann gefunden, die in den gleichen Vorgang jetzt aber von der Seite fotografiert. Also muss da noch ein zweiter Fotograf gewesen sein. Das ist ein unbekannter Polizeifotograf und es gibt noch eine dritte Perspektive, wo man sich fragt, wo kommen die plötzlich her? Das heißt, es müssen also zum Zeitpunkt dieses Sprungs 3 bis 4 Fotografen da gewesen sein. Ja? Und alle haben gewartet und das ist heute sehr, sehr, sehr schwer zu entschlüsseln. Aber das Interessante ist an dieser Bilderstrecke, wenn Sie das sehen, ja, dass aus einer statischen Aufnahme, die weltberühmt ist, plötzlich ein Ablauf wird. Das ist wie eine szenische Darstellung und endet damit, dass der Konrad Schumann in den offenen Mannschaftswagen hineinläuft. Eben, das ist der Punkt, das wusste ich auch nicht. Der Mannschaftswagen stand ganz dicht dabei. Ja. Der konnte also direkt in den Polizeiwagen springen und deswegen ist ihm auch nichts passiert von östlicher Seite. Genau. Der war schon weg, als die gemerkt haben, dass er dabei war zu springen. Genau. So schnell ging das. Und solche Bilder sehen wir noch mehr bei Ihnen, das heißt auch bei Peter Fechter, sehen wir verschiedene Perspektiven. Das heißt, Sie haben ordentlich in den Archiven gekramt. Darüber sprechen wir gleich nach der Pause weiter mit Jörg Moser-Metzius. Er ist der Erfinder, hätte ich fast gesagt. Er ist der Baumeister dieser wirklich fantastischen und einmaligen Ausstellung der Berliner Mauer in dem Potsdamer Platz, Arkaden. Eintritt, nichts. Wenn man reinkommt, läuft man direkt drauf zu und das geht durch die durch das ganze Erdgeschoss. Also bis zum Ende. Und was noch zu sehen ist, darüber reden wir gleich weiter nach der Pause. Bis gleich.